Servus und guten Morgen zu einem letzten Wandertag. Ja, 9 Tage sind jetzt leider fast vorbei. Heute den Tag haben wir natürlich noch. Es geht heute auf eine neue Tour, die ich noch nicht kenne. Und zwar werde ich mich heute auf dem Stollenweg begeben. Der startet unten beim Salzbergwerk. Man geht daran vorbei. Und geht dann hoch bis zur, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, ich glaube die Resteckkapelle. Das wäre dann der höchste Punkt der Tour. Ich denke, man hat da eine tolle Aussicht und wandert dann wieder zurück. Die Tour geht durch mehrere Stollen durch. So stand es in der Beschreibung der Tour. Ja, und das will ich mir heute mal anschauen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, für euch wird das auch interessant sein. Aber jetzt geht es erstmal zum Frühstück. Das Wetter sieht doch noch richtig gut aus. Heute Nachmittag, Mittag sind allerdings Schauer und sogar Gewitter angekündigt. Ja, die Tour, die ich heute geplant habe, wo wir jetzt hin starten, die dauert auch nicht ganz so lang. Ich musste jetzt noch mal gerade hier anhalten in Berchtesgaden, bevor es weitergeht. Schaut euch mal diesen schönen Watzmann vor dem blauen Himmel an. Das ist so ein wahrlicher Genuss, das zu sehen. Ein richtiger Traum. Herrlich. Wir fahren allerdings da hinten hin und da ist es schon etwas mehr bewölkt, wie ihr seht. Hier befinden wir uns jetzt am Salzbergwerk. Ihr seht da hinten auch diese Bahn, mit der man am Ende rausfährt. Salzbergwerk war ich tatsächlich jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Wird auch bestimmt in Zukunft nochmal besucht werden. Allerdings heute habe ich mir was anderes ausgedacht. Das Wetter ist ja ziemlich gut und wir passieren das Salzbergwerk hier auf der Rückseite und gehen hier diesen kleinen Pfad hoch. Ja, und damit befinden wir uns dann auf dem Rundweg Stollenweg. Geht direkt hier hinauf und auf der Tour werden wir einige Stollen durchqueren, ohne ins Salzbergwerk zu müssen. Die Idee für diese Tour, die habe ich auch wieder aus dem Plenk-Spezialführer herausgezogen. Dort ist der Weg hier beschrieben, angegeben ist er mit einer Gehzeit von 4,5 Stunden. Also ja, vielleicht ein bisschen mehr als eine Halbtagestour. Ja, und ihr seht schon hinter mir, der Ausblick, den man hier gleich zu Beginn hat, der ist echt ganz nett mit Watzmann hochgehalten. Ein wahrer Traum. Ich habe mir da jetzt auch den Track fürs GPS-Gerät runtergeladen. Ich zeichne Komoot aber auch auf. Das heißt, wenn ihr mit dem Komoot-Track von mir das nachgehen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. Ja, ansonsten den Plenk-Spezialführer kann ich immer nur wieder wärmstens empfehlen. In der Beschreibung zum Video habe ich den ja verlinkt bei Amazon. Aber könnt ihr natürlich auch in jeder Buchhandlung oder hier vor Ort kaufen. Ja, es geht direkt zu Beginn hier ein wenig hoch. Ich weiß gar nicht, ob das so ein offizieller Weg ist oder ob der vom Ersteller dieser Tour aus dem Wanderführer einfach so erfunden wurde. Das weiß ich nicht. Oder ob das ein offizieller Weg ist, der hier
vom Berchtesgadener Land quasi erstellt wurde. Ich schaue jetzt, wo es lang geht und ja, bin mal gespannt, was uns da heute alles so Schönes erwartet. Gleich zu Beginn erreichen wir eine Aussichtsplattform. Die wird auch als solches hier benannt. Schaut mal, der erste Blick über das Salzbergwerk, wo ich sagen würde, auch wenn es sehr touristisch ist, ich finde das interessant und ja, ein Besuch lohnt auf jeden Fall, dann hat man auch eine Ahnung, woher das gute Bad Reichenhaller Salz kommt. Ja, schauen wir doch nochmal hier auf die Wahrzeichen von Berchtesgaden, beziehungsweise das Wahrzeichen eigentlich, der Watzmann. Herrlich, mit der Schneehaube obendrauf gefällt er mir auch besonders gut. Der Hochkalter zeigt sich auch im winterlichen Gewand hier noch, sehr schön. Und ein Blick auf Berchtesgaden, den haben wir von hier ebenfalls. Ja, das Lattengebirge, das können wir auch ein bisschen sehen. Und wenn wir hier hochschauen, dann der erste grüne Hügel hier in der Bildmitte. Das ist die Kneifelspitze, wo ich ja auch vor ein paar Tagen hochgegangen bin. Und weiter dahinter der raue Kopf, auf dem ich einen Tag zuvor auch noch war. Schauen wir nochmal. Also man kann hier auch jede Menge entdecken. Nach den ersten paar Metern. Herrliche Aussichten. Ja, hier ist auch nochmal alles beschrieben. Wer sich nicht so auskennt hier in der Bergwelt und was man hier alles entdecken kann. Ja, der Lockstein hier vorne natürlich auch noch. Kann man auch hochgehen, hat man auch eine tolle Aussicht. War ich auch schon mal in einem Video oben. So ein kurzer Spaziergang vom Berchtesgaden aus. Auch wärmstens zu empfehlen. Jetzt starten wir aber wirklich mal los auf unseren Weg. Ich muss mich ein klein wenig korrigieren, ein paar Meter zurückgehen. Ich bin instinktiv den falschen Weg gegangen. Falsch abgebogen. Der sah mir einfach einen Ticken schöner aus eben. Aber die Kontrolle des GPS-Gerätes verriet mir, dass ich direkt falsch abgebogen bin. Weil ich hatte auch gelesen, es geht direkt zu Beginn der Tour durch den ersten Stollen. Und ich glaube, da gehen wir jetzt drauf zu. Den hatte ich nämlich dann vergessen. Ich hätte den jetzt auslassen können, theoretisch, und den quasi einen Bogen drum gehen. Aber da das der Stollenweg ist, möchte ich den auf keinen Fall versäumen zu gehen. Und da reichen wir bald den ersten Stollen. Schauen wir mal rein. Moser Rösche, denke ich mal, heißt das. Hier haben wir ein paar Bergwerkskameraden, die uns hier begrüßen, die allerdings auch schon bessere Zeiten gesehen haben. Das Wappen der Bergmänner. Ja, und durch diesen relativ langen Tunnel, da wandern wir jetzt mal durch. Ich habe jetzt leider keine Angabe parat, wie lang der Tunnel ist. Vielleicht bekommen wir noch eine Info. Also der Stollen vielmehr. Hier gibt es auch Informationen dazu. Können wir mal schauen. Ein bisschen ist hier drinnen auch, wer schon mal ein Bergwerk war, in dem Salzbergwerk, der Geruch, der finde ich ist hier ganz ähnlich, wie der auch im Bergwerk ist. Ja, jede Menge Infoschilder, die kann man sich hier durchlesen. Hier sind wir jetzt einmal durchgegangen. Moser Rösche nennt sich dieser Stollen. Der wurde schon 1650 irgendwas rumgebaut und es hat eine Länge von 105 Metern, also recht lang, und wurde unter anderem damals genutzt, um hier wohl Wasser durchzuleiten, was man benötigte, aber auch um eine Verbindung hier rüber zu bekommen.
hier auch noch über die Geschichte etwas des Frauenbergstollen. Ja, man erkennt hier im Boden gut die eingelassenen Schienen, die für die Loren oder Gondeln benötigt wurden. Ja, und hier geht es dann tatsächlich rein in einen Stollen. So, wird es auch scharf gestellt. Ja. Unser Weg führt jetzt über bzw. nach Oberau. Und dort ist auch der Stollenweg angegeben. Die Aussicht, die sich hier immer wieder bietet, die ist wirklich gigantisch. Ihr seht da oben das Kehlsteinhaus mit der schneebedeckten Seite. Watzmann, Hochkalt, da kann man die ganze Zeit beobachten. Jetzt tut sich hinten auch noch die Reiteralpe auf, Lattengebirge, also wirklich ein voller Überblick hier. Ja, die Kneifelspitze, die ist übrigens hier oben und nicht auf den grünen Hügel, wo ich da eben rüber gezeigt habe. Da lag ich falsch. Hier oben haben wir die Kneifelspitze. Ja, es geht hier munter bergauf. In der Beschreibung des Wanderführers wird insgesamt von 640 Höhenmetern gesprochen. Ich gehe davon aus, dass damit alle Steigungen gemeint sind. Das heißt, wenn ich ein Stück runtergehe und das wieder raufgehe, dass das addiert wird und ich nicht netto 640 Höhenmeter, wie viel es waren, hochsteigen muss. Sehr schön. Wirklich schön hier. Die ersten Höhenmeter sind jetzt genommen. Es geht jetzt hier ein bisschen in den Wald rein. Ich frage mich, ich habe es eben schon unten gelesen, was ist denn der Rottelsepp? Naja, vielleicht werde ich noch sehen. Es geht auf jeden Fall erstmal weiter Richtung Oberau. Ich weiß nicht, ich meine, ich komme nicht bis Oberau. Es wird wahrscheinlich nur ein Teil des Stollenweges sein, der in die Richtung führt. Ja, das Panorama hier wirklich gigantisch. Den Kehlstein und schaut euch an, die saftigen grünen Wiesen und die wunderschönen Berge. Es macht richtig Spaß hier zu gehen, für mich auch eine vollkommen neue Erfahrung, diese Tour hier. Ich kenne die noch gar nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch der Stollenweg schon bekannt war, ob ihr ihn schon mal gegangen seid oder ob ich der Einzige bin, der ihn bisher nicht beschritten hat. Ausgeschildert ist das Ganze ja ziemlich gut. Ich denke, man kann, wenn man sich hier an die Wegweiser hält, den Weg auch kaum verfehlen. Ist wirklich also sehr lohnenswerte Tour, das kann ich jetzt schon sagen, bei diesen Panoramen. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zu der Parksituation. Wenn ihr die Tour machen wollt, könnt ihr natürlich auf dem großen Parkplatz des Bergwerkes parken. Ich kenne allerdings die Preise dort nicht und wenn man jetzt das Bergwerk nicht besucht, könnte ich mir vorstellen, dass der Parkpreis dann etwas höher ist. Ich habe eine andere Alternative gewählt, da müsst ihr aber dann wahrscheinlich relativ früh sein. Wenn man ein Stück am Bergwerk vorbeifährt, wenn man von Berchtesgaden kommt, dann kann man die erste rechts in die Bergwerkstraße reinfahren. Dann kommt da ja das Gasthaus Salzberg, heißt das. Und
unmittelbar dahinter, also ein paar Meter weiter, gibt es dann einige Parkplätze, die kostenlos sind, wo man ja jeder frei parken kann. Allerdings, ich bin heute Morgen, wo ich da angekommen bin, waren da vielleicht noch zwei Plätze frei und das ja zu einer Zeit, die jetzt keine Hauptsaison ist und ich würde mal behaupten, dass ich jetzt auch nicht so spät unterwegs war. Von daher könnt ihr da euer Glück versuchen. Andererseits, wenn ihr gerne mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs seid, der ja hier im Berchtesgaden kostenlos ist mit der Gästekarte, dann bietet sich so eine Tour natürlich auch sehr gut an bis zum Bergwerk. Da kann man hervorragend mit dem Bus fahren und die Tour startet auch sofort hier am Bergwerk. Das heißt, ihr habt noch keine weiteren Zustiege, die ihr benötigt, sondern könnt hier direkt loslegen. Ja, und ich gehe jetzt hier fröhlich weiter meines Weges und bin auch schon gespannt, wann denn der nächste Stollen kommt. Der Weg geht jetzt einige hundert Meter wirklich hier einfach nur gerade. Oberhalb geht man hier lang. Das ist eine sehr angenehme Erholungsphase, weil man zu Beginn doch eine relativ starke Steigung hat, würde ich sagen. Ja, und das ist sehr angenehm. Ich glaube, im Sommer hier im Wald, das ist angenehm kühl. Das tut dann richtig gut. Ich vermute jetzt gleich, könnte es sein, dass der Weg hier für uns nach oben geht. Ich muss die Schilder erstmal sehen. Auf jeden Fall der Weg, der verzweigt sich mit mehrfach mit verschiedenen Möglichkeiten, weil es ein Rundweg ist und ja, man kann dann wahrscheinlich beide Varianten wählen und kommt dann auf der anderen später zurück. Ich möchte aber versuchen, den Weg zu gehen, der vorgeschlagen ist in dem Wanderführer. Ich lese jetzt gerade nichts von Oberau. Schauen wir mal, was hier vorne steht. Jetzt ist auch noch etwas gesperrt. Ja, super. Muss ich jetzt mal schauen, was das GPS sagt. Aber da sehe ich jetzt meinen Weg gerade nicht. Abgesperrt ist hier natürlich, wie könnte es anders sein, Oberau über Stollenweg. Na gut, ich muss wahrscheinlich auch nicht bis Oberau. Hier oben steht, der Weg nennt sich Stollenweg. Deswegen gehe ich jetzt auch mal hier lang. Ich bin jetzt mal positiv gestimmt und gehe davon aus, dass es nur nicht nach Oberau geht. Und da muss ich ja auch gar nicht hin. Ich muss auf dem Stollenweg weitergehen. Hoffe, dass das dann vorher abzweigt. Auf jeden Fall der Salzalpensteig. Ich glaube, so heißt der, oder? Salzalpensteig. Der ist ja hier markiert, zum Beispiel an dem Baum hier vorne. Da sieht man die Markierung. Und im Plank-Spezialführer stand unter anderem, dass man sich auch an diesem Salzalpensteig halten soll. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt auch komplett hier gesperrt sein soll. Ich werde da schon irgendwo einen passenden Weg finden. Die Aussicht kommt mir doch einigermaßen bekannt vor. Ist etwas ähnlich, als wie wir die letztens vom Mooslaner Kopf gesehen haben. Der dürfte sich allerdings ein paar Meter über uns befinden, hier am Obersalzberg. Und wir haben hier sogar auch wieder einen Salzburg-Blick. Die Salzburg lässt sich da leichter ahnen. Ja, sehr schön. Das Wetter ist jetzt ein bisschen besser als an dem Tag, wo ich beim Mooslaner Kopf bin. Sehr windig ist es leider. Und hier muss ich sagen, dass ich so ein bisschen ein Problem jetzt habe. Was ziehe ich an? Mit Jacke ist es dann manchmal zu warm, wenn man rauf geht. Jetzt ohne Jacke gerade und Wind und Schatten ist es recht frisch. Aber gut, ich glaube, gleich gibt es wieder eine Steigung. Dann wird mir von ganz alleine warm. Wir befinden uns ja jetzt hier, ich denke mal, ein paar Meter unterhalb des Mooslaner Kopfes. Und gerade auf dem Waldweg, wo ich hier gegangen bin, da habe ich so auf den Boden geschaut und habe da auf einmal einen alten, verrosteten Knopf entdeckt. Der lag da direkt an der Oberfläche. Und ja, ich muss ihn mal ein bisschen sauber machen zu Hause, aber er hat mir ganz viel Ähnlichkeit
mit den Knöpfen, die die Wehrmacht an ihren Uniformen hatte. Ich werde das immer vergleichen. Ich gehe auch hin und wieder mal sondeln und interessiere mich für das Thema und habe schon öfter die Knöpfe gesehen, die da gefunden wurden von anderen Sondlern und die dann der Wehrmacht zugeschrieben wurden. Ich finde, der hat große Ähnlichkeit damit, kann natürlich aber auch von irgendwas anderes sein, aber definitiv ist er schon eine ganze Zeit wahrscheinlich da gelegen und alt, weil er auch schon verrostet ist. Die Öse ist leider weg, die ist nicht mehr dran, die ist auch verrostet. Ich blende euch den mal ein, wenn ich ihn aufbereitet habe. Wenn das Video online kommt, dann bin ich auch schon wieder zu Hause. Wenn ich den Knopf dann nicht verloren habe, werde ich ihn dann hier mal in einem kleinen Bild zeigen. Ich wandere jetzt hier schön weiter. Macht richtig Spaß hier. Sehr angenehm hier mal mit den Ausblicken. Und es ist auch gerade hier sehr bequem auf dieser Hochebene, sag ich mal, auf diesem geraden Weg hier zu laufen. Das ist ja sehr schön. Kann ich euch empfehlen, das mal zu machen. Und hier erreichen wir den nächsten Wegweiser mit jede Menge Möglichkeiten, wo es hier hingehen kann. Ja, und das Schöne ist, Oberau Überstollenweg ist nicht mehr gesperrt. Hier gab es scheinbar mal eine Sperrung. Ich vermute, dass man einfach hinten am Schild nur vergessen hat, diesen Kleber zu entfernen. Das hoffe ich zumindest, dass das so ist. Aber es kamen ja auch zumindest andere Wanderer gerade entgegen. Ich weiß natürlich nicht, von wo sie kamen. Es ist ja jede Menge Möglichkeiten hier. Könnte aber sein, dass sie den Stollenweg einfach nur andersrum gegangen sind. Da wären wir dann auch schon im nächsten Stollen. Und ihr seht, der ist ein wenig rustikaler, nicht so touristisch aufbereitet wie der, in dem wir vorhin waren. Gut frisch hier drin ist es auch. Ja, eine Taschenlampe braucht man eigentlich nicht. Die Kamera leuchtet mir jetzt ein wenig. Man sieht aber ja das Ende des Tunnels und der Weg hier drin, der ist wirklich gerade eben. Keine Stolperfallen, die ich hier ausmachen konnte. Das ist der Ausgang des Tunnels, 1848, ja, entsprechend alt der Stollen schon, seiner Bauer. Die gibt es schon lange nicht mehr, aber den Stollen, der hat überlebt. Wir gehen jetzt hier den Weg weiter und ich hoffe sehr, dass ich ihn auch noch weiter fortführen kann. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt wieder was gemacht, was eigentlich nicht so ganz in Ordnung ist. Der Weg hier ist gesperrt. Da vor dem Stollen, ich habe es euch nicht gefilmt, war so eine Barke aufgebracht und stand weggesperrt, weil die Brücke über den Bach fehlen soll. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was für ein Bach das ist, wo die Brücke fehlt. Oh, da oben ist eine Reh. Ein Reh läuft da, ja. Ja, von daher muss ich jetzt mal schauen, ob ich da weiterkomme. Ich wüsste jetzt auch aktuell nicht, ob hier so ein riesiger Bach irgendwo fließt, aber ausschließen kann ich das natürlich nicht. Ich hoffe, dass es geht, aber von der anderen Seite zumindest war es jetzt nicht gesperrt. Und die Barke, die war auch so ein bisschen beiseite geschoben. Ich hoffe, da läuft das Reh, das lenkt mich ab. Ich hoffe mal einfach, dass da schon mehrere lang gegangen sind und dass das in Wirklichkeit möglich ist und dass dieser Bach vielleicht nur eine kleines Hindernis ist für Leute, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind. Gut, kommt auch schon der nächste Stollen. Ich komme jetzt hier Schlag auf Schlag. Hier sind wir am Stollen Nummer 3. Wirklich sehr kühl hier drin. Ich würde vermuten, das ist jetzt hier der längste der Stollen.
echt kalt hier drin. Was da so manchmal piept, dass mein GPS, wenn das keinen Empfang mehr hat, in so einem Tunnel, da kommen die Signale natürlich nicht durch. Und dann meldet es sich zu Wort. Der Tunnel ist wahnsinnig lang, der scheint kein Ende zu nehmen. Das ist eindeutig der längste. Ich schwenke jetzt noch einmal gerade zurück. Ihr seht, wie klein das Licht da hinten ist. Aber jeder Tunnel ist mal zu Ende. Wir sind jetzt hier am letzten Meter angekommen. Ihr seht, hier ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das hier neu macht, ob man das verstärkt hat. Auf jeden Fall tropft hier auch das Wasser ein wenig durch. Ich vermute, man macht das hier neu. Die Steine, die fehlen, die Verblendung. Das ist der ursprüngliche Stollen, so wie der gebaut wurde. Wir leuchten nur von der anderen Seite rein. Ah ja, tatsächlich, das wurde hier scheinbar so angelegt, 1969, das lässt sich da noch erkennen. Das war definitiv der allerlängste Stollen hier, enorm lang. Ich höre da einen Bach rauschen, der recht groß ist, das höre ich am Geräusch. Ich hoffe, ja, wenn der wirklich so groß ist, da sehe ich, da ehrlich gesagt schwarz, dass ich da drüber komme. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Das waren jetzt auch alle drei Stollen gewesen. Da muss ich jetzt mal schauen. Ansonsten, wenn das jetzt gar nicht geht, muss ich wohl tatsächlich einen Rückzug antreten. Das wäre sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich ist es außerdem, dass man das nicht unten zu Beginn der Tour schon vermerkt, dass der Stollenweg nicht möglich ist. Also da werden die Wanderer bis hier hochgeschickt, bis kurz vorher, wenn man dann auch keine Möglichkeit hat, mal irgendwie anders zu gehen. Und dann wird man informiert, dass es nicht weitergeht. Finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Hier zweigt auf jeden Fall noch ein anderer Weg gleich ab, sehe ich gerade. Das wäre dann auf jeden Fall jetzt nochmal eine Alternative. Ja, oder doch nicht. Nee, ich glaube, hier zweigt doch kein anderer Weg ab. Steht auch nur noch mal Oberau. Ich schaue mir das mal an, aber das hört sich nicht gut an. Ich sehe von hier oben, dass die Brücke zum Teil beschädigt ist. Sie scheint aber noch etwas zu stehen. Ja, so wie das aussieht, könnte ich da vielleicht über den Bach drüber kommen. Ich sehe da zwei andere Wanderer, die haben das, glaube ich, gerade geschafft. Dann werde ich das jetzt auch mal versuchen und werde da bestimmt meinen Weg rüber finden. Jetzt bin ich doch ein bisschen optimistischer gestimmt. Recht großes Bachbett. Allerdings richtig stark gefüllt ist es, glaube ich, aktuell nicht. Das ist der Grund für die Sperrung. Ja, durchaus berechtigt, muss ich zugeben. Für den normalen Wanderer ist das vielleicht zu gefährlich, wenn hier zu viel Wasser im Bach ist, hier drüber zu gehen. Ich denke aber, hier werde ich mit Sicherheit eine Stelle finden, um hier rüber zu gelangen, um meinen Weg dort drüben fortzuführen. Ich hoffe, dass der Weg keine weiteren Beschädigungen aufweist als diese eine hier. Ich will einen Weg finden. Es ist geglückt, trotz der fehlenden Brücke konnte ich den Bach jetzt hier sehr gut überqueren. Ich habe die Stöcke zur Hilfe genommen, die waren eine optimale Abstützung. Ich sag mal, bei den großen Felsen hätte man es aber auch theoretisch ohne geschafft. Oder im Sommer läuft man halt gerade durch, das dürfte auch weiter kein Problem sein. Ja, nur dass der Wasserspiegel, der darf halt nicht zu hoch sein vom Bach, dann geht's.
Ich hoffe, man wird das zeitnah reparieren hier. Wäre sehr schade, wenn der Weg jetzt auch längere Zeit nicht benutzbar wäre. Den Bach konnte ich doch ganz gut überwinden. Ich fand das jetzt nicht allzu schwierig. Ja, der Weg ist hier ein bisschen weggebrochen. Ihr habt das gesehen gehabt. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich mich eigentlich generell über so Verbote hinwegsetze, da lang zu gehen. Hätte es mir zumindest mal angeguckt. Hätte ich es für gefährlich erachtet, hier lang zu gehen, hätte ich es natürlich gar nicht gemacht. Also wäre ich jetzt nicht über den Bach rübergekommen, gefahrlos, hätte ich das sein lassen, gar keine Frage. Ich möchte natürlich auch nochmal klarstellen, dass sich niemand ermutigt fühlen sollte, das nachzumachen, weil der Typ aus dem Internet das macht. Ich handle hier für mich selber, das muss jeder auch für sich selber machen. Generell sollte man sich wahrscheinlich an so Wegsperrungen halten. Ich habe im Vorfeld auch geguckt, was ist im Berchtesgadener Land an Wegen gesperrt. Habe hiervon nichts gelesen. Ja, finde das natürlich auch ein bisschen ärgerlich, dass man dann so weit geht und dann kurz vorher heißt es dann, der Weg geht nicht weiter und es wird dann auch keine Alternative angeboten. Also nicht irgendwie ein Umweg, den man gehen kann. Einfach ist dann nicht möglich. Und deswegen wollte ich mir das zumindest mal anschauen und habe das jetzt für meinen Teil entschieden, dass ich da drüber kann. Aber das heißt nicht, dass ich sagen möchte mit diesem Video, macht das auch nach. Also wenn ihr die Tour gehen wollt, ihr seht jetzt, es ist gesperrt, dann erkundigt euch bitte vorher, ob es wieder möglich ist. Fragt bei euch in der Unterkunft nach oder bei der Gästeinformation. Die wissen das in der Regel, wenn man da gezielt fragt. Ja, und dann kann man den Weg machen. Aber ich vermute mal, bis Sommer, bis Hauptsaison, da ist das bestimmt wieder möglich. Ein paar Meter weiter sieht man hier auch, dass auch ein größeres Stück Weg hier weggebrochen ist. Ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht noch häufiger vorkommt. Also wenn man überlegt, dass hier noch ein bisschen mehr weg wäre, dann würde ich jetzt Schwierigkeiten haben, hier noch lang zu kommen. Ich vermute, das sind alles Reste des Unwetters vom letzten Jahr. Dass das ja hier in diesen Schluchten so kanalisiert wurde, ist irgendwo auch verständlich. Der Weg, der führt jetzt zumindest so ein bisschen weg vom Bach und da bin ich ganz positiv gestimmt, dass ab jetzt da weniger Wegbeschädigungen kommen und wir die Runde auf jeden Fall zu Ende gehen können. Gibt es anscheinend einige Beschädigungen, die hier aufgetreten sind auf dem Weg. Aber hier scheint man das wenigstens ein bisschen weggeräumt zu haben, denke ich mal. Ja, ist vor Sommer noch einiges zu tun im Nationalpark Berchtesgaden. Also dann bin ich mal gespannt, ob der Kaunersteig dieses Jahr noch was wird. Also hier gibt es ja scheinbar einige Baustellen. Den würde ich schon sehr gern gehen. Wie ihr seht, haben die Wolken ordentlich zugenommen. Der Untersberg hält seine Gipfel jetzt ordentlich eingehüllt. Ja, die Wolken haben jetzt schon ordentlich zugelegt. Da oben der Kehlsteingipfel ist nicht mehr zu erkennen, in Wolken gehüllt. Aber auch der Untersberg, den wir jetzt erstmalig komplett sehen, auch alles in Wolken. Der Weg führt jetzt hier einfach über den Bauernhof drüber. Das ist aber der offizielle Salzalpensteig, der hier lang geht. Hat es auch gerade ein bisschen überrascht, musste den Weg suchen, aber dann habe ich die Schilder gesehen. So kann das manchmal gehen. Hinter Watzmann und Hochkalter, die Wolken, die sehen echt nicht gut aus. Richtig dunkel dort hinten. Ja, ich bin mal gespannt, ob es wirklich noch trocken bleibt. So lange, zumal die auch Gewitter angekündigt haben. Ja, mal schauen. Na gut, es war schon öfter mal so, dass es in der Ferne etwas dunkel bedrohlich aussah und am Ende dann gar nicht so schlimm war. Hoffe ich mal einfach, dass das jetzt auch der Fall ist. Es sind jetzt zumindest keine schweren Unwetter gemeldet. Eher war das ein bisschen schauermäßig. Gewitter muss ja nicht sein. Schauen wir mal. Aber ich bewege mich zumindest auch hier nicht in Gipfelhöhen, sondern hier mitten am Berg. Das ist natürlich auch bei Gewitter nicht gut. Ich denke aber einfach, wir werden Glück haben. So mega lange ist die Wanderung hier auch nicht mehr. Wir bewegen uns, glaube ich, schon Richtung Scheitelpunkt. Dann würde es ja auch wieder runtergehen. Mal schauen. Ein bisschen bin ich jetzt auch schon unterwegs. Ja, obwohl es geht.
2 Stunden ungefähr. 4 ist die insgesamt angesetzt, die Tour. Ja, das sind schon noch über 2 Stunden. Schauen wir mal. Für mich geht es jetzt hier weiter. Ich muss hier hoch. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was da mein Ziel ist. Ich denke, ich bewege mich noch ein wenig weiter. Obwohl da oben Roßfeld über Resteck. Resteck-Kapelle, ich meine, das ist der höchste Punkt, wo wir dann vorbeikommen. Die werde ich dann vermutlich jetzt mal ansteuern. Und von da müsste es dann wieder runtergehen. Der Weg ist wirklich nicht ohne. Es geht hier, also es ging jetzt die ganze Zeit hier wirklich steil bergauf. Immer weiter hinauf, auch wenn das vielleicht nicht so wirkt. Es war schon jetzt gut anstrengend. Ich gehe weiter geradeaus Richtung Oberau. Genau. Ich kann absolut nicht sagen, wie weit es noch bis zur Resteck-Kapelle ist. Ich werde da nicht so wirklich schlau. Ich wollte jetzt auch nicht nach googeln, aber auf dem GPS wird mir der Punkt nicht angezeigt. Aber ich drehe zumindest gleich, wenn ich das richtig sehe. Ich bewege mich ja jetzt sozusagen immer weiter weg vom Salzbergwerk. Und jetzt gleich nehme ich eine Kurve. Dann müsste es eigentlich wieder in die andere Richtung gehen. Ich denke mal, die weiteste Entfernung habe ich dann jetzt gleich erreicht. Ihr seht es da hinten am Untersberg, ist richtig dunkel. Es war gerade ein richtig lauter Donner. Schauen wir mal herum, es zieht sich leider echt zu. Ich hoffe, mir bleibt das hier noch ein kleines bisschen verschont. Also da hinten, da müsste mein Weg dann wieder runtergehen. Ich glaube, das ist der Scheitelpunkt für mich, die höchste Stelle, wenn ich das richtig interpretiere. Und dann führt mich mein Weg da hinten wieder runter. Gut ins Schwitzen geraten, weil ich mich jetzt ein bisschen beeilt habe. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt ich glaube, es war kein Donnern. Ich hoffe, dass ich jetzt wirklich nur noch hier im Abstieg bin und den höchsten Punkt jetzt hier wirklich erreicht habe. Ja, die Staffel vom Juli 2021, die hat ja mit einem Unwetter begonnen. Ich war da ja unter anderem am Königssee gewesen mit dem Hochwasser. Schaut da gerne nochmal meine Videos, wenn ihr das nicht gesehen habt. Da hatte ich gezeigt, wie es unter anderem am Königssee aussah, nach dem Starkregen. Ja, und dass die erste Staffel für 22 jetzt mit einem Unwetter zu Ende geht, das hoffe ich doch bitte nicht. Das wäre wirklich ärgerlich. Ich versuche jetzt wirklich schnellstmöglich hier den Berg runterzukommen und dann vielleicht halbwegs trocken. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht, wieder unten anzukommen. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich komme auf meinem Weg hier nicht weiter. Hier ist gesperrt, betreten verboten, Baustelle, Holzfällung, keine Ahnung. Das wäre jetzt mein Rundweg weiter. Ich drehe um. Das ist mir zu unsicher bei dem Wetter, dass ich da vielleicht dann gleich nicht weiterkomme. Und ja, von da ist es dann auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Das heißt, ich gehe jetzt zurück und werde versuchen, schnellstmöglich einen Weg nach unten zu finden. Ja, das ist jetzt schade, dass ich die Runde nicht zu Ende machen kann, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich kann höchstens mal schauen, wenn ich gleich wieder das an der Obersalzbergstraße angekommen bin, ob ich da vielleicht den Weg fortführen kann. Das könnte sein, dass ich dann nur den Schlenker hier auslasse. Aber mir ein Unverständnis, warum dieser Weg jetzt hier auch nicht gesperrt ist. Zumal den hätte ich ja jetzt von etlichen anderen Stellen erreichen können, hier diese Position. Nirgendwo ein Wort, dass man hier nicht weiterkommt. Aber das finde ich nie in Ordnung. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen, wie bedrohlich es hier aussieht. Wirklich
von Salzburg kommt, würde ich sagen. Sehr dunkle Wolken, Gewitterwolken, es grollt, es donnert die ganze Zeit. Ich werde jetzt versuchen, möglichst schnell tiefere Gefilde zu erreichen. Auf jeden Fall kann ich den Weg dann, wie ich den vorhin gegangen bin, wo das gesperrte Stück war, das würde ich jetzt nicht gehen. Ich weiß nicht, wenn ich gleich in stärkeren Regen reinkommen sollte, wie dann die Beschaffenheit des Baches in der Strecke ist. Das riskiere ich auf keinen Fall. Ja, Obersalzberg, da wäre ich gern hingegangen, das geht ja nicht. Dann folge ich jetzt am besten dem Wegweiser nach Berchtesgaden. Das scheint mir jetzt die beste Möglichkeit zu sein, um hier wieder runterzukommen. Gut, starker Wind ist jetzt auch. Mein Weg, der hätte mich eigentlich jetzt nochmal durch den Wald da durchgeführt. Ich wäre da, glaube ich, nochmal so ein bisschen hochgegangen. Da oben, da kann man so ein bisschen den Weg erahnen. Es wären noch ein paar Höhenmeter doch noch gewesen, die dazugekommen wären. Und dann wäre ich da hinten irgendwo rausgekommen. Hinterher kam man nämlich auch wieder am Golfplatz ein Stück vorbei. Das heißt, ich hätte ja da hinten am Hotel Kempinski vorbeigemusst, um zum Golfplatz zu gelangen. Das wäre ja auch noch ein ganz schöner Bogen gewesen. Ich denke jetzt, die Strecke, die wird vermutlich kürzer sein. Ich versuche jetzt den schnellsten Abstieg Richtung Berchtesgaden, Obersalzberg zu finden, der mir jetzt möglich ist. Ja, so kommt das manchmal. Klappt leider nicht immer alles so, wie man sich das vorgenommen hat. Momentan scheint die Lage wieder so ein bisschen zu beruhigen. Das Donnern hat nachgelassen und ja, vielleicht wird das ja doch noch was, dass ich hier halbwegs trocken runterkomme. Wäre doch sehr schön. Ja, mal schauen, wann ich dann jetzt heute zurück bin, wie sich das Wetter entwickelt. Also ich steuere auf jeden Fall jetzt aufgrund der Wettersituation das Auto an. Egal, was jetzt passiert, auch wenn das jetzt noch mal ein bisschen aufklart, werde ich jetzt hier nicht nochmal Exkursionen versuchen. In der Ungewissheit, ob ich da auch einen Weg finde. Das ist mir dann doch zu heikel. Heute ist vor allen Dingen in Berchtesgaden auch Standel und ich glaube Ludwig-Ganghofer Markt. Was der Ludwig-Ganghofer Markt genau ist, das kann ich nicht sagen. Ich hatte das gelesen. Aber es ist wohl, ich nehme an, Standelmarkt bedeutet, dass da Stände auf dem, in der Stadt sind. Und so wie ich das gelesen habe, die Geschäfte, die haben heute offen. Also heute Sonntag, das wäre dann verkaufsoffener Sonntag. Der heute in Berchtesgaden ist, bietet sich ja auch an, das eigentlich mal zu besuchen. Ich vermute nur, bis ich soweit bin, ich müsste mich ja erstmal frisch machen auf dem Zimmer, dass der dann schon geschlossen hat, weil ich meine 16 Uhr, 15 Uhr oder so sehr lange war das nicht geöffnet. Jetzt bin ich hier schon wieder bei dem Bauernhof. Bisschen schade ist es natürlich schon, dass der Stollenweg jetzt hier nicht komplett beendet werden konnte, die Runde nicht abgeschlossen. Allerdings die namensgebenden drei Stollen, die auf diesem Weg vorkommen, die haben wir alle gesehen. Durch die bin ich durchgegangen, ihr konntet mitgehen, wisst jetzt, was es da zu sehen gibt, warum der Stollenweg so heißt. Ja, wenn ich den Weg nochmal gehe irgendwann, dann würde ich den auf jeden Fall dann mal von der anderen Seite angehen. Dann hat man da ja auch noch mal ein ganz neues Erlebnis. Sieht, ich denke mal, es ist bestimmt ungefähr die Hälfte, könnte ich mir vorstellen, die jetzt fehlt. Das wäre dann die Hälfte ohne Stollen. Ja. Von daher mit Sicherheit abwechslungsreich. Ihr habt ja gesehen, man hat viele schöne Panoramen, Bergblicke. Allerdings ist der Weg auch nicht ganz einfach. Es geht hier schon ordentlich hoch in diesem Bereich, wo ich jetzt bin. Da braucht man schon ein wenig Kondition. Ja, ich hoffe, ich
finde jetzt einen Weg, der mich runterführt, ohne über den Stollenweg zu gehen. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten gleich mache. Da es bisher noch ganz gut trocken ist und momentan sich die Lage auch, glaube ich, ein bisschen entspannt hat mit dem Gewitter, erwäge ich jetzt doch über den Stollenweg zurückzugehen. Scheint mir doch jetzt die beste Möglichkeit zurückzukehren, auch die schnellste. Ich meine, es war ja keine Schwierigkeit gerade über den Bach rüber. Wir können nochmal durch die Tunnel durchlaufen. Ja, und die Ausblicke, die man da hatte, die waren ja auch ganz toll im weiteren Verlauf später. Ich denke, über einen anderen Weg sind die vielleicht auch gut, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht anders, hier zu gehen, außer einfach der Straße runter zu folgen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu. Hier war zwar eine Bushaltestelle, ich möchte aber lieber ein bisschen laufen. Das ist mein letzter Tag heute. Den möchte ich schon, solange es geht, an der frischen Luft hier laufend, wandernd zu Ende bringen. Auch wenn es hier so ein bisschen dunkel aussieht. Das Donnergrollen ist auf jeden Fall weg momentan. Und ich bin ja gleich schon wieder beim Stollenweg. Von daher denke ich, macht das Sinn. Hier geht der Wanderweg lang. Also wie gesagt, ich habe jetzt den Stollenweg doch wieder eingeschlagen. Obersalzberg bzw. Salzbergwerk stand dort mit 1,5 Stunden, war das jetzt angegeben. Also wenn ich mich jetzt zügig beeile, denke ich mal, ist das eine Stunde. Auch wenn es momentan nicht mehr donnert oder so, oder Richtung Salzburg, das ist echt richtig dunkel von den Wolken. Ich möchte ungern jetzt in schweres Unwetter geraten, deswegen versuche ich jetzt schnell den Bach zu passieren. Dass ich da nicht noch irgendwie reinkomme, dass es stark regnet und er plötzlich anschwillt zu einem reißenden Strom. Aber ich denke nicht, ich bin jetzt gleich schon da. Bisher ist es auch trocken. Ja, es ist schade irgendwie, dass ich die Tour nicht fortführen konnte. Allerdings fällt es mir bei weitem nicht so schlimm, aufgrund des Wetters, dort jetzt nicht weiterzugehen, weil es ja doch noch wieder erwartend da weiter höher ging. Umzudrehen. Eventuell hätte ich das sogar gemacht, wenn die Brücke jetzt nicht gesperrt gewesen wäre, weil mir das einfach zu heikel ist, bei Gewitter weiter aufzusteigen. Und von daher, wenn es jetzt strahlender Sonnenschein gerade wäre und ich die Tour eigentlich ohne Probleme fortführen könnte, dann wäre das sehr, sehr schade, wenn ich da nicht weitergehen kann. Wenn ihr euch in dem Flussbett oder Bachbett mal umschaut, dann sieht man ja wirklich richtige Bäume und die ganzen Felsen, die sich hier bewegt haben, trotz des kleinen Stroms an Wasser, der jetzt hier durchläuft, verhältnismäßig wenig. Also man kann sich vorstellen, was für eine Kraft hier wirken muss, wenn ein ordentlicher Regenguss oder Starkregen, Gewitter zugange ist, was dann hier für Mengen runterlaufen müssen, dass dieses Bachbett ausgefüllt ist und dann auch noch die Bäume mitreißen kann, die Steine verschieben, also das muss immens sein. Da sind wir wieder. Unveränderte Lage. Das ist wahrscheinlich die Schlüsselstelle meiner Tour. Schwierigste Stelle zu überwinden. Aktuell aber durchaus machbar. Ich höre das ein bisschen, es fängt jetzt an zu regnen, langsam leicht zu tröpfeln. Es ist aber noch nicht so richtig dunkel hier. Von daher hoffe ich, dass es jetzt echt nur ein ganz, ganz kleiner Schauer ist. Wir sind aber auch schon beim ersten Stollen jetzt wieder. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine relativ leichte Strecke erstmal vor uns. Fast nur geradeaus zu gehen, bis es dann wieder den Abstieg geht. Ich denke, das ist ganz angenehm.
Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung zu drehen. So oder so, selbst wenn die Strecke jetzt nicht gesperrt gewesen wäre, ist das vernünftig zurückzugehen. Ja, jetzt haben wir wieder den allerlängsten Stollen hier vor uns. Den durchqueren wir jetzt erstmal. Geschafft und ich werde mit Regen begrüßt. Dabei sieht es gar nicht so schlimm aus mehr. Hat sich ein bisschen gebessert, finde ich, optisch. Zumindest sehe ich ein bisschen blauer Himmel. Ich gehe mal noch ein Stück weiter bis zum nächsten Tunnel, der war ja nicht weit. An regenreichen Tagen fließt hier mit Sicherheit auch ein Bach runter. Jetzt gehen wir hier wieder in den 1848 gebauten Stollen hinein. Die Tunnel überwunden und die waren wirklich ziemlich lang, muss ich schon sagen. Schon ordentlich. Taschenlampe brauchen wir nicht unbedingt. Aber wenn ihr dran denkt, einen dabei habt, kann das bestimmt nicht schlecht sein, wenn man da einen dabei hat. Ja, was soll ich sagen? Die Sonne scheint wieder. Ich sehe sogar hier wieder blauer Himmel da und dort. Verrückt. Aber gut, das war mir zu heikel da vorhin. Ich wäre auch nicht weitergekommen. Also ich durfte auch nicht da lang gehen. War ja eindeutig verboten da jetzt auch. Und ich konnte da absolut nicht abschätzen, was ist der Grund für die Sperrung. Das war ja so ein steiler Weg. Wenn der dann an irgendeiner Stelle weggerissen ist, fehlt, dann wäre ich da ja auf keinen Fall weitergekommen. Es ist sehr schade, dass diese Information nicht schon unten am Berg eigentlich steht, dass der Stollenweg nicht möglich ist, an mehreren Stellen ja zugleich. Einmal hier und dann da oben ja auch nochmal. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, ich werde es auf jeden Fall zurückgehen. Nichtsdestotrotz, die Gewitter, die waren ja für den Nachmittag angemeldet und Regen. Da, wenn ich nach Salzburg rüber gucke, da sieht es auch immer noch sehr regnerisch aus. Von daher führt unser Weg jetzt wieder zurück zum Salzbergwerk und dann schauen wir mal, wie viel Uhr wir haben, was da noch so auf dem Programm steht. Ist ja leider heute der letzte Tag. Ich werde heute Abend noch mal nach Berchtesgaden reinfahren, zum Essen auf jeden Fall, und ja, dann mal gucken, was ich dann noch so reinpacken kann heute. Also wenn ihr bei mir auf dem Kanal den Stollenweg erschaut, den ich heute gegangen bin, habt ihr zumindest den Vorteil gegenüber, wenn man die normale Runde geht, dass in meiner Wanderung 6 Stollen vorkommen. Ich gehe den von beiden Seiten 6-mal. Durchqueren wir das Ganze. Blauer Himmel und Sonnenschein über dem rauen Kopf. Ihr seht das, dort war ich oben, so ist das, der liegt jetzt schön in der Sonne. So schnell wechselt hier das Wetter, und aber in Salzburg hinten, ja, da ist es noch ordentlich dunkel, scheint es auch zu regnen über der Hohen Salzburg. Und in Berchtesgaden ist es gerade definitiv besser. Sind noch 30 Minuten, werden hier angeschlagen fürs Salzbergwerk. Sind wir gleich wieder, ich würde sagen, die Wolkenstimmung, die hat sich hier wesentlich verbessert, als das vorhin der Fall war. Ich werde jetzt eine kleine Rast machen, ein bisschen die Aussicht genießen und dann geht es weiter runter. Wir haben auch schon fast 2:30. Die Aussicht hier ist wirklich ein Traum. Wie immer darf auf meiner Wanderung ein Radler nicht fehlen. Heute gibt es einen Naturradler von Wieninger. Die sitzen in Teisendorf und ich finde, ja, die machen echt lecker Biere, aber auch das Radler ist gut.
Ich habe das sehr genossen, jetzt hier in der Sonne zu sitzen. War bestimmt jetzt fast eine Dreiviertelstunde, wo ich hier gesessen habe. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt schieben sich hier wieder so langsam die Wolken vor die Sonne und es wird gefühlt auch wieder immer dunkler. Deswegen werde ich jetzt mal den Rückweg antreten. Wir gehen jetzt hier runter und schauen dann mal weiter. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video so gut rüberkommt, aber über Watzmann und Hochkalter da hinten, das ist schon gut, was am Zusammenbrauen. Es ist recht dunkel. Bei der Reiteralp auch. Das zieht gefühlt hier rüber. Ja, wo ich aber jetzt hier gehe, da ist es ganz okay. Hier ist blau. Also ich habe Glück. Ich habe ja den Regen teilweise in der Entfernung gesehen, aber bei mir war es bisher. Ja, das meistens fast komplett trocken war. Im Sommer in den Bergen, wenn es dann abends gewittert und man hat so Bergblick und sieht die Blitze zucken, das mag ich ja ganz gern. Das ist in den Bergen nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn da ein Gewitter ist, als wenn man jetzt irgendwo im flachen Land lebt. Da ist das, finde ich, weniger spektakulär, als wenn der Donner hier so in den Bergen hallt und man sieht die Berge erhellt vom Blitz. Das finde ich immer ganz schön, das zu erleben eigentlich. Solange, ja, man hofft dann natürlich immer, dass da keiner gerade am Berg ist oder dass da keinem was passiert. Aber optisch ist das natürlich immer ein tolles Naturschauspiel. Damit bin ich zurück am Gasthof Salzberg. Ich habe mich da eben jetzt am Ende noch ein klein bisschen verlaufen. Habe mich den letzten Stollen jetzt ausgespart. Aber gut, das wäre noch einmal der gewesen von Anfang. Ich denke, das ist nicht so schlimm, dass ich dran vorbeigelaufen bin. Hier bin ich auch an der Parkmöglichkeit jetzt zurück. Das ist der Punkt, den ich vorhin erwähnt hatte. Zu Beginn des Videos. Hier hat man die Möglichkeit, kostenlos zu parken. Ihr seht, was jetzt hier los ist. Hier wird auch am Rand geparkt. Ja, das bietet sich natürlich an, wenn man hier die Wanderung machen möchte oder auch wenn man zum Salzbergwerk möchte und sich die Parkgebühren ersparen möchte. Ja, damit ist die Wanderung an der Stelle jetzt zu Ende. Leider nicht ganz so gelaufen, wie es ursprünglich geplant war, aber ihr seht, das Wetter ist zu unbeständig, um da jetzt noch eine größere Tour zu gehen, wo ich mir unsicher bin, wie da der weitere Verlauf ist. Und ich hätte auch gar nicht weiter gekonnt. Ihr hattet ja gesehen, der Bergweg war erneut gesperrt. Ja, dann würde ich sagen, dann geht es jetzt als erstes nochmal zurück zum Hotel. Jetzt geht es doch nochmal nach Berchtesgaden zum Standelmarkt. Zurück aus Berchtesgaden vom Standelmarkt bin ich jetzt mal wieder im Hotel. Ihr seht, wolkig ist es. Es donnert auch tatsächlich. Da hinten ist es richtig dunkel. Hier über dem Hotel braut sich es auch zusammen. Ja, ich werde jetzt erstmal reingehen, mich frisch machen und
dann geht es später wahrscheinlich doch nochmal nach Berchtesgaden zum Essen. Hab mich jetzt ein wenig ausgeruht und frisch gemacht und jetzt geht's leider für diese erste Staffel in 2022 das letzte Mal zum Essen nach Berchtesgaden. Ja, ich starte jetzt mal los. Es ist noch trocken, zwar stark bewölkt, aber ich denke, da werden wir ja trocken durchkommen und würde sagen, los geht's. Wie gewohnt, bevor ich starte, schauen wir uns nochmal die Berge an. Ja, ihr seht schon dunkle Wolken hier am Himmel. Das hohe Brett hüllt sich auch in Wolken, versteckt sich. Ja, dann fahren wir mal los. Da sind wir schon wieder in der City. Schauen wir uns immer unheimlich gerne an, die Häuser hier. So, der Leitungsweg war ich auch nicht einmal bis hier oben, also in diesem Urlaub. Hat sich nicht ergeben. Der gute Goldesel. Schnitzel. Beim Bieradam. Gut gestärkt von meinem Wiener Schnitzel im Bieradam trete ich jetzt die Rückfahrt zum Hotel an. Ja, hat sehr gut geschmeckt. Habe ich den erst mal dort gegessen. Hatte heute nochmal Lust auf Schnitzel. Und da hatte das doch gepasst, zum Bieradam zu gehen. Geht's aber hier los mit dem Regen und Gewitter. Jetzt sehe ich, wozu ich hier weiterkomme. Ja, damit bin ich zurück am Zimmer. Das war jetzt mein letzter Abend in Berchtesgaden. Jetzt habe ich noch eine Nacht, bevor es dann morgen Vormittag nach Hause geht. Damit sind 9 Tage Berchtesgaden schon wieder wie im Flug vergangen. Aber was soll ich sagen? Ich habe ja die positive Aussicht, dass ich im August wieder im Berchtesgaden sein werde, dann ganze 14 Tage und vorher wird es im Juni auch nochmal weggehen, aber nicht nach Berchtesgaden. Ja, ich hoffe, dass ihr da auch dabei bleibt und wie gesagt, dieses Jahr folgen noch weitere 2 Staffeln aus Berchtesgaden zu anderen Jahreszeiten und mit Sicherheit sind da wieder neue aufregende Touren bei. Sowohl für mich komplett neue Touren, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe da einiges geplant, wie zum Beispiel das Kammerlinghorn, aber auch Touren, die ich vielleicht vor langer Zeit mal gemacht habe, wo ich kein Video zu habe, die wird es mit Sicherheit auch noch geben. Also ich habe eine ganze Liste an Touren, die ich vorhabe zu machen und die gilt es abzuarbeiten. Gut, ich sage dann erstmal danke, dass ihr soweit zugeschaut habt und morgen kommt dann auf jeden Fall noch das Verabschiedungsvideo. Ich werde noch mal zum Grassel fahren, nach Ramsau. Ja, und dann noch ein paar Worte vielleicht sagen. Gut, dann sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und bis morgen.